Moin Leute, was geht ab und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von meiner FIFA 22 Pack to Glory. Heute wieder mit einer etwas späteren Folge, aber macht ja nichts. Ihr seid wahrscheinlich sowieso alle noch lange wach und ölt gerade ein bisschen Squad Battles oder was auch immer. Denn Icon Swaps ist am Start, wurde gestern angekündigt, heute kam es. Der erste Teil vom Icon Swaps, ich denke, dass es auch über das Jahr hinweg wieder drei Stück geben wird, so wie im letzten Jahr. Ich weiß gar nicht, ob es EA bestätigt hat. Und ihr seht es hier schon, Winter Wildcards kommen am Freitag. Kartendesign ist auf jeden Fall meiner Meinung nach das Beste immer am Spiel, ja. Die Promos und so war ich jetzt ja nicht immer so komplett überzeugt, auch bei der Versus-Promo, das wisst ihr. Aber das Kartendesign, das kann EA auch auf jeden Fall. Und das sieht auch schon wieder sehr geil aus. Ist ja wohl so die Weihnachts-Tannenbaum-Promo. Keine Ahnung. Heute geht es aber erstmal ganz kurz um meine 10 Packs. Die habe ich nämlich schon im Stream geöffnet. Da hatte ich nämlich auch wieder eine weitere Versus-Karte drin. Mehr will ich noch gar nicht verraten. Schaut erstmal selber rein. Weiter geht's. Jawohl! Versus Argentinien! Na! Es hätte Korea sein können. Aber. Der linkt potenziell zu Messi und Mertens. Ja, also das war auf jeden Fall ganz nett. Ich weiß noch nicht, wie ich es dann bauen kann. Ich habe auch schon angefangen, Icon Swap zu erspielen. Kommen wir sofort zu. Ich zeige euch jetzt einmal ganz kurz das Team, so wie es aussehen könnte. So hatte ich es jetzt vorhin zumindest mal gebaut. Wenn ich den Mertens jetzt zeitnah fertig abschließe, ist es noch kein Pereira drin. Ich weiß nicht, ob ich dann es irgendwie noch schaffe, den auch reinzukriegen auf Fullcam. So habe ich halt zwei auf Lowcam und der Mertens sieht halt so ein bisschen, sieht schon ein bisschen lost aus, wie ich den da eingebaut habe. Das muss man, glaube ich, schon fairerweise sagen. Wie gesagt, da werde ich dann mal schauen. Das ist so zumindest für euch der aktuelle Stand. Ich hatte jetzt in den letzten Einzelfolgen nicht unbedingt euch nochmal das Team gezeigt. Nur damit ihr das nochmal wisst, bevor ihr dann auch die WL startet. Ansonsten, wie gerade schon angesprochen, gibt es ja Icon Swaps. Endlich mal wieder. Es ist eigentlich, um ehrlich zu sein, ihr seht, ich habe schon zwei Stück fertig. Eine ziemliche Copy-Paste-Angelegenheit. Ich will nicht immer alles schlecht reden. Denn im Prinzip Icon Swaps freue ich mich immer sehr drüber. Auch die Kartenauswahl ist auch auf jeden Fall okay. Persönlich, bei mir hat es schon wieder ein bisschen kaputt gemacht, dass halt so viel geleakt wurde. Das heißt, ich wusste leider auch schon wieder viel, obwohl ich echt probiere, dass nichts geleakt wird oder dass ich nichts sehe oder so. Auf jeden Fall, ich hole einmal ganz kurz noch den zweiten ab, dann gehen wir mal kurz die ganzen Aufgaben durch. Auf jeden Fall zeige ich euch auch gleich, was ich vorhabe auf dem Account, was ich aber vorhabe auf dem RTG-Account und was sonst noch gute Möglichkeiten sind. Also vielleicht könnt ihr euch da ein bisschen was abschauen. Schreibt mir gerne schon mal unten in die Kommentare, was plant ihr? Man kann ja im ersten Durchlauf wieder 9 Tokens erspielen und im zweiten Durchlauf in 25 Tagen, beziehungsweise in 26 Tagen fast, kann man sich dann die nächsten 9 erspielen, also 18 insgesamt. Man muss halt wieder 18 Squad Battle Spiele spielen, mindestens. Also auch da wieder, für die vielleicht auch ein bisschen neu sind, macht das auf jeden Fall so, dass ihr zum Beispiel mit weiß ich nicht, silbernen Eredivisen-Spielern spielt, dann spielt ihr einmal mit Erstbesitzern 11 Stück aus Argentinien, wenn ihr halt 11 Argentinier habt im Verein und einmal mit 11 Brasilianern. Also so könnt ihr halt zumindest teilweise Aufgaben 2 machen. Wenn ihr halt zum Beispiel silberne Argentinier habt als Erstbesitzer, viele haben vielleicht einen vollen Verein, dann könnt ihr sogar 3 Tokens auf einmal erspielen. Also wenn ihr sowieso nicht unbedingt plant, alle zu machen und ihr habt nicht so Bock auf Squad Battles, sammelt einfach die nächsten Tage immer wieder die Argentinier. Ihr habt 25 Tage Zeit und könnt dann einfach nur durch 6 Squad Battles Partien, wie gesagt, ne, Silber, Argentinien plus Erstbesitzer, könnt ihr halt dann total easy 3 Stück erspielen. Denkt auch immer dran, ihr könnt ja auch in Squad Battles immer eure besten Karten einwechseln. Also die Bank ist egal. Und online halt der Goal-Goal-Modus eine Liga. Also viele machen Goal-Goal. Ich habe ja gerade jetzt auch schon 2 Stück erspielt, ein paar nicht. Ich mache es halt so wie immer. Wenn der Gegner nicht Goal-Goal macht, dann gehe ich einfach raus und suche mir einen neuen. Da bin ich immer noch schneller, als wenn ich bis zur 19 Minute zu Ende spielen würde. Ansonsten, was ich plane, kommen wir da schon mal direkt zu. Was ich plane, also es gibt ja mal wieder, ich mache es mal ganz kurz der Ordnung halber, es ist gerade nicht so ganz geordnet. Es gibt für 2 Tokens das 81 Plus, dann das 82 Plus und das 83 Plus für 5 Tokens und für 3 Tokens. Das heißt insgesamt kosten die hier 10 Tokens. Da kann man sich auf jeden Fall, denkt daran, jetzt noch nicht alle machen.
Ich werde wahrscheinlich das 82 Plus und das 83 Plus machen. Einfach für die Serie hier ist es am interessantesten, sage ich euch so, wie es ist. Auf meinem RTG-Account werde ich es wahrscheinlich anders machen. Ich gehe trotzdem einmal ganz kurz durch, damit ihr alle nochmal seht. Gibt sonst noch einen Iker Casillas für 6. Ist halt ein Torwart. Ferdinand finde ich persönlich auch noch sehr, sehr gut. Für 7 Ferdi eigentlich immer eine sehr geile Karte. Habe ich auch letztens erst gespielt in der WL-Challenge. Ich glaube, Ende November war das. War auf jeden Fall auch eine gute Karte für 7 Stück. Ist halt ein Icon-IV, den ihr lange spielen könnt. Das Basis- oder Mittel-Icon-Pack, ich finde es persönlich ein bisschen schade. Das ist halt das einzige Icon-Pack, was wir zu dem aktuellen Zeitpunkt jetzt abschließen können mit unseren möglichen neuen Tokens. Ich finde es ein bisschen schade, dass es halt genau das Pack ist, was wir jetzt halt auch gerade craften können. Also es ist halt irgendwie nichts Besonderes, das zu öffnen, weil ich denke auch, dass am Montag das wahrscheinlich wieder holbar kommt, dieses Basis- oder Mittel-Icon-Pack. Und dann kann das halt irgendwie jeder machen. Ich finde halt, da hätte ich es cooler gefunden, wenn es, keine Ahnung, dann wäre es halt ein 88 plus Basis Icon Pack oder so. Also halt irgendwas anderes. Wisst ihr, was ich meine? Das enttäuscht mich manchmal so ein bisschen. Da könnte EA, finde ich, noch ein bisschen kreativer sein. Overmars ist meiner Meinung nach der größte Quatsch überhaupt. Wenn den jemand abschließt, dann tut mir leid. Kann ich euch auch nicht weiterhelfen, sage ich euch so, wie es ist. Also wer den macht freiwillig, finde ich schwierig. Und dann sage ich euch ganz ehrlich, sowas so wie das mittlere Icon Pack, sowas so wie Marcel Desailly, wie Del Piero, finde ich auch schon wieder so ein bisschen Quatsch. Sag ich euch so, wie es ist. Es sind gute Icons, ja, aber ihr müsst halt noch 25, fast einen Monat noch auf die warten. Und das, finde ich, lohnt sich nicht so ganz. Also wenn ihr plant, dieses mittlere Icon-Pack zu machen, ganz ehrlich, darauf wartet doch keiner. Und wenn ihr schon so lange wartet, dann würde ich halt wirklich irgendwie mit den besten Pick machen oder einen Zambrotta habt ihr mit dem besten Rechtsverteidiger überhaupt im Spiel, der auch immer teuer ist, oder sogar Rooney, wenn ihr Rooney-Fan seid. Also ich kann euch dann, wenn auch wirklich empfehlen, dann auch wirklich viele Tokens noch aufzusparen und zu erspielen und dann wirklich eins von den krassen zu machen. Diesen mittleren Weg finde ich persönlich ein bisschen Quatsch. Am coolsten persönlich finde ich natürlich schon den Player-Pick ganz, ganz klar. Das ist irgendwo auch ein Favorit. Es ist aber halt nur eins von zwei Spielern. Deswegen richtig cool finde ich es nicht. Aus Content-Sicht feiere ich das sehr, sage ich euch ganz ehrlich. Ich würde auch auf jeden Fall den Pick nehmen und nicht das Pack, den einen Token. Picks sind erfahrungsgemäß immer deutlich besser, im Durchschnitt immer deutlich besser. Da habt ihr halt zumindest nochmal die Auswahl. Und ansonsten, wie gesagt, Zambrotta sehe ich auf jeden Fall als beste spielbare Icon auf Dauer. Rechtsverteidiger, den könnt ihr halt immer benutzen. Letztes Jahr haben den auch viele in der IV gespielt. Ich will euch jetzt nicht auf dumme Gedanken bringen, aber könnte er halt theoretisch auch. Er kann auch gut auf der 6 spielen, wenn ihr den irgendwann später mal einwechseln wollt. Mit 4 Sterne, 5 Sterne kann der eigentlich alles. Das ist, wie gesagt, wenn ihr eine Icon macht, dann würde ich ehrlich gesagt auf den gehen. Ansonsten Basis oder Mittel. Was finde ich die beste Variante ist, auf Dauer, ist das mitzunehmen, das, das und das. Und ich erkläre euch auch warum. So werde ich es wahrscheinlich auf der RTG auch machen. Also wie gesagt, auf dem Account werde ich das 82 und das 83 Plus sehr wahrscheinlich machen. Einfach damit wir noch 2 coole Packs haben vor Weihnachten. Wie gesagt, die Serie geht ja bis zum 24. Da macht es jetzt keinen Sinn, dass ich jetzt noch Tokens aufspare und keine Ahnung. Da will ich jetzt einfach noch ein bisschen Fun haben für euch die nächsten Tage. Cool Content, und da ziehen wir dann wahrscheinlich zur neuen Promo die beiden Packs. Aber ich würde an eurer Stelle, und so meist wahrscheinlich auch auf dem RTG-Account, jetzt erstmal die neuen Tokens erspielen. Würde dann 8 Stück einlösen für das Basis- oder Mittel-Icon-Pack. Ja. Da habt ihr halt noch eine neue Icon. Ihr könnt Glück haben, ihr könnt kein Glück haben, könnt das Pack aber halt direkt ziehen. Das finde ich immer ein Riesenargument, dass man nicht so lange warten muss. Und dann in 25 Tagen kommt irgendwann zeitnah das Team of the Year. Das kommt meistens so rund um den 20., 25., 15. Januar, so in diesem Zeitraum, in den 1-2 Wochen, kommt das Team of the Year. Genau auch ungefähr, wann die neuen Tokens sind. Und dann könnt ihr, ihr habt ja dann noch ein Token übrig, ne? Das sind halt insgesamt 18 Stück, einen könnt ihr hier noch aufsparen, nochmal 9 weitere spielen und dann könnt ihr die ganzen Packs zum Team of the Year öffnen. Natürlich kann auch sein, dass ihr dann nur Goldkarten rauszieht, aber ihr habt halt trotzdem eine gute Chance. Und ich sag euch das so, ich würde halt jetzt erst das eigene Pack machen und dann halt die Packs. So ist es halt meiner Meinung nach am besten aufgeteilt. So gab es das, glaube ich, auch so ähnlich schon im letzten Jahr. Und wie gesagt, Team of the Year zu ziehen ist immer noch unfassbar schwierig. Ich sage jetzt nicht, dass wenn ihr das macht, habt ihr wahrscheinlich immer noch eine niedrige Chance einzuziehen, ganz klar.
Aber eine höhere Chance kriegst du halt nicht, außer durch die Packs. Deswegen, das ist auf jeden Fall mein absoluter Favorit. So werde ich es wahrscheinlich auch auf dem RTG-Account machen, weil ich finde, das ist die schlauste und die smarteste Lösung. Und ja, so ewig lange zu warten, schaffe ich persönlich irgendwie nicht. Weiß ich nicht, wenn ich mir die jetzt alle spiele, jetzt nochmal 30 Tage zu warten auf so ein Basis-, Mittel- oder Prime-Icon. Vielleicht überlege ich mir das mal. Also wenn, würde für mich als Alternative wirklich nur noch das in Frage kommen. Einfach den besten Pick, weil Picks halt immer relativ cool sind. Und ja, von daher. Für euch vielleicht noch als letzter Hinweis ganz kurz. Es gibt ja auch eine Aufgabe, wo man WL spielen muss. Ganz wichtig damit ist auch die normale Foot Champions Qualifikation gemeint. Das heißt, ihr müsst euch nicht für die Weekend League qualifizieren und dann nochmal 13 Spiele am Wochenende gewinnen, sondern die ganz normale Quali unter der Woche zählt auch dafür. Das heißt, ja, im besten Fall holt ihr da schon eure 5 Siege und dann, und dann holt ihr nochmal 8 in der WL, ja, kriegt euer Inform-Pack und dann seid ihr schon mit den 13 Games fertig. Also das sollte auf jeden Fall, sollte hoffentlich der ein oder andere hinkriegen. Ansonsten, ja, wünsche ich euch da schon mal toi, toi, toi an dieser Stelle für die vielleicht nicht so gut sind in der WL-Quali. Da auf jeden Fall die 13 zu holen, dann kann ich euch auf jeden Fall auch, ja, wenn ihr keinen Bock habt auf WL, trotzdem die erste Variante empfehlen, die ich gerade gesagt habe. Und dann verzichtet ihr halt, dann habt ihr ja 2 Tokens weniger. Und dann verzichtet ihr einfach auf das 81 Plus Pack und öffnet halt die anderen. So viel dazu. Ich hoffe, ich konnte euch ein bisschen helfen. Wenn ja, lasst dem Video gerne einen fetten Daumen nach oben da. Wie gesagt, gerne unten in die Kommentare. Was macht ihr? Wie findet ihr meine Idee? Findet ihr die smart? Nicht smart? Gerne austauschen und dann sehen wir uns morgen wieder. Macht's gut, Leute. Haut rein und ciao.